Sabitzer und Hinteregger zeigen in der deutschen Bundesliga mit Toren auf. Der österreichische Fußball feiert diese Woche sein Comeback. Und Dominic Thiem spielt heute sein erstes Match seit 3 Monaten. Das sind die heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Am 2. Spieltag der deutschen Bundesliga nach der Corona-Pause legen die ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Konrad Leimer gestern mit RB Leipzig eine Gala-Vorstellung gegen Mainz 05 hin. Beim 5:0-Sieg bereitet Konrad Leimer ein Tor vor. Der Mann des Abends ist jedoch Marcel Sabitzer, der in der 23. Minute mit einem Assist und 13 Minuten später mit einem Traumtor glänzt. Und das, obwohl er sich vor einigen Wochen in einer 14-tägigen Heimquarantäne befand. Gestern wurde bekannt, dass Sabitzer vor rund 3,5 Wochen positiv auf Covid-19 getestet wurde. Symptome soll er jedoch keine gezeigt haben. Das erklärt, warum Sabitzer letzte Woche gegen Freiburg erst so spät eingewechselt wurde. Aber auch Corona kann unsere Nationalstürmer nicht an Topleistungen hindern. Die Leipziger liegen nun wieder auf Champions-League-Kurs. Am Samstag entscheidet Bayern München mit David Alaba das Schlagerspiel gegen Eintracht Frankfurt für sich. David Alaba erntet nach dem Spiel in der 27. Runde viel Lob. Auch Martin Hinteregger zeigt mit einem Doppelpack innerhalb von 3 Minuten auf. Damit ist er nun der torgefährlichste Verteidiger Europas. Für einen Punktegewinn des Teams von Adi Hütter reicht es jedoch nicht. Den Schlusspunkt im Spiel setzt wieder Hinteregger. Jedoch schießt er dieses Mal den Ball ins eigene Tor, das zum 5:2 Endstand führt. Der österreichische Trainer Adi Hütter muss sich gemeinsam mit seinem Team nun immer mehr mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen. Der Vorsprung auf einen Relegationsplatz beträgt nur mehr 4 Punkte. Die restlichen Ergebnisse der deutschen Bundesliga vom Wochenende finden Sie auf krone.at. In der österreichischen Bundesliga bereiten sich schon alle fieberhaft auf den Restart nach der Corona-Pause vor. Diesen Freitag startet der österreichische Fußball um 20.45 Uhr mit dem ÖFB-Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau. Das Spiel wird in der leeren Wörthersee-Arena über die Bühne gehen, wo das erste Mal das Präventionskonzept der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kommt. Dieses 24-seitige Konzept soll die Ansteckung von Spielern, Betreuern und allen anderen Anwesenden verhindern. Den Bullen missglückt letzte Woche die Generalprobe für den ÖFB-Cup und sie kommen über ein Unentschieden gegen den WSG Wattens in einem Testspiel nicht hinaus. Die restlichen Bundesligisten bestreiten diese Woche die letzten Testspiele, bevor es nächste Woche mit der 23. Spielrunde weitergeht. Novak Djokovic plant statt der verschobenen ATP-Turniere nun eine eigene Turnierserie. Ein Heimspiel. Der serbische Tennisstar will in den Balkanländern einige der besten Spieler zusammenbringen und damit die Adria-Tour auf die Beine stellen. Mit dabei soll auch unser Dominic Thiem sein. Er hat neben dem Bulgaren Grigor Dimitrov, der aktuellen Nummer 19 der Welt, bereits seine Teilnahme zugesichert. Die Einnahmen der Tour sollen für karitative Zwecke verwendet werden. Die PR-Abteilung des Serben vermeldet, dass die Spiele von 13. Juni bis 15. Juli in Serbien, Kroatien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina stattfinden sollen. Aller Grund zur Freude für Tennisfans, denn auf der ATP-Tour werden bis mindestens Ende Juli wegen der Corona-Pandemie keine Turniere stattfinden. Das waren die wichtigsten Themen des Tages aus der Sportwelt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag und bis zum nächsten Mal im KRONE.at Sportstudio.